Willkommen zu diesem kleinen Mini-Video. Und zwar wurde ich getaggt von Nintoya zur YouTube-Story. Aber da ich es denke, mal irgendwie langweilig finde, das so als Text ewig niederschreiben. Und klar, das liest sich sowieso keiner durch. Gibt es jetzt hier ein kleines Mini-YouTube-Video, das ich auch gar nicht groß bearbeiten werde. Und wir fangen da mal an. Oder so. Am 6.3.2014 wurde dann mein Kanal gegründet! Und zwar lag es mit der alten Kanalbeschreibung, die wir jetzt auf der rechten Seite sehen. Die muss ich dann allerdings aufgeben, weil ich dann irgendwann zu viele Projekte auf meinem Kanal hatte und da eine Zeichenbeschränkung drin ist. Yay! Genau. Episch Musik Coming und so. Meine ersten beiden Projekte auf meinem Kanal waren natürlich Command & Conquer 3, das immer noch unheimlich viele Aufrufe generiert aus Gründen, und natürlich Pokémon Blue Kaizo. Yeah! Ich habe dann relativ schnell die beiden ja kennengelernt, damals den Gecko LP, der sich ja jetzt Drago Gym nennt, und den Nerdy, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube irgendwie über mein Kanes Rache Projekt. Keine Ahnung! Es ist zu lange her. Es ist zu lange her. Und dann kam irgendwann auf meinen Kanal die Dito-Challenge. Irgend so ein Typ hat mir dann auch unter den letzten Part einen Kommentar geschrieben. Nintoya, keine Ahnung, wer das war. Auf jeden Fall ist das dann ein bisschen ausgeartet. Ja, ein bisschen jedenfalls. Haben wir es aber relativ gut verstanden. Erste Eskalation kam dann irgendwie mit der Evoli-Challenge, die mir da vorgeschlagen habe. Keine Ahnung, was das war. Er hatte noch einen Fan dazu gemacht und er war irgendwie in den Parts übelst oft dabei. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Und absolut eskaliert ist es dann auf einmal, als ich irgendwie mit denen das Einer-Duell gemacht habe und übelst viele Gastauftritte in seinen Videos hatte. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ist dadurch jetzt mein Kanal so bzw. so ähnlich entstanden. Zwischendurch bin ich auf jeden Fall nochmal auf den Typen hier gestoßen, den Pokepri. Mit dem verstehe ich mich eigentlich auch relativ gut. Und natürlich viele anderen, die ich jetzt alle vergessen habe, nicht erwähnt habe, werden noch kommen. Und vielleicht wirst auch du ein Teil meiner YouTube-Story werden. Es liegt an euch. Auf jeden Fall, ich tagge als nächstes, nämlich genau den Typ, den ich gerade gezeigt habe. Ich tagge den Pokepri, beziehungsweise den Doodles vom Kanal Pokepri. Sag mir doch mal bitte, wie ist deine YouTube-Story? Ich weiß auf jeden Fall, dass da eine etwas interessantere Story dahinter steckt. Genau. Was er dann erzählen wird, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen oder dieser Tag oder whatever, wie er es nennen würde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!